Hallo Leute, weiter geht's bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Johnny. Lass uns doch heute 100% geben, ja? Okay, tun wir. Lass uns doch heute wieder alles geben, Freunde. Jawohl! Okay, Leute. Was ich jetzt gern tun würde, ist einer dieser zwei Dungeons betreten, die wir geöffnet haben durch unseren Rangaufstieg. Ja, aber ich muss mich erstmal neu eindecken, würde ich sagen. Weiß nicht, ob die schwer oder einfach sind, aber... ja. Möchte mich gerne gut eindecken damit. Belebersamen habe ich jetzt ziemlich viele. Ich verkaufe erstmal das hier. Und dann gehe ich noch meine Box öffnen, würde ich sagen. Ja, hier bitte. Box öffnen! Bitte was Schönes. Und... Protein. Will ich jetzt nicht unbedingt haben. Ablegen. Das hier. Mitnehmen. Mini-Belebersamen wären echt schön eigentlich. Ich habe nur noch... ja, ich habe nur noch zwei. Ha! Danke, Spiel. Danke für gar nichts. Die letzten Dungeons waren wirklich unschön. Kaufe ich halt den noch. Und den noch. So. Dann frage ich mich gerade, wo jetzt diese Dungeons sind. Ich weiß es nicht mehr. Wo sehe ich das? Hier. War das bei dem Windkontinent? Also das eine war der Herzsee, das weiß ich noch. Aber hier? Hä? Nee. Wo war es denn? Auf dem Graskontinent? Ja, hier, Herzsee. Das war das eine, das andere war irgendwie... irgendwas mit einem Dreieck. Hier, Dreiecktempel. Da ist sogar ein Bild von Regigigas oder Regigigas oder was weiß ich, wie man das Ding ausspricht. Okay, da würde ich dann jetzt gerne mal hingehen. Oder zum Herzsee? Nee, ich gehe erstmal dahin, wo dieses Bildchen ist. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich hoffe. Ich hoffe schwer. Hallo Lapras. Ja, willkommen. Ja, das sind jetzt diese drei Dinge, die mich interessieren. Diese zwei neuen Dungeons und dann dieser komische Ort, an den uns Lapras dann irgendwann bringen möchte. An den unbekannten Ort. Aber ich weiß nicht, wofür ich schon bereit bin. Weil, wie gesagt, die letzten paar Dungeons, die wir betreten haben, da waren wir... Ich würde sagen, unterlevelt. Mehr als nur unterlevelt. Was willst du? Besuch mich! Nein, will ich nicht. Geheimversteck von Altaria. Ja, ich glaube auch. Das ist bestimmt eine Falle, ja. Hallo, Pi. Hallo. Haben wir mit dir schon geredet? Würde wohl mehr meinen Schatz finden. Schatz von Mount Elfin. Graskontinent Sonnenhügel Ebene 9. Nö, jetzt nicht. Jetzt gerade nicht. Okay, wo soll die Reise hingehen? Zum Herzsee? Nee, noch nicht. Erstmal hier. Dreiecktempel. Und das war ja die Rede von mehreren Regigigas, nicht wahr? Und ich frage mich echt gerade, ob ich Mew hier lassen soll. Das frage ich mich echt gerade im Ernst. Brutalanda ist auch... oh, Brutalanda ist auch weg. Simsalaverta. Und Despotar wäre auch da. Lohnt es sich, so ein starkes Pokémon mitzunehmen? Dragoran. Okay, Dragoran. Jo. Ich meine, Despotar ist schon extrem cool und extrem stark. Das Problem ist halt seine Fähigkeit. Der Sandsturm. Das wird mir nicht so sehr gefallen. Dreiecktempel, U1. Sehen wir uns hier mal ein wenig um. Wow, wilde Ikomitos. Wow. Nur wilde Ikomitos oder was? Bisher ja. Das sind Pokémon, mit denen ich eigentlich leben kann, muss ich sagen. Ich habe nicht getroffen. Geodrockblocken, was? Ich bin schon wieder voll? Ja, super. Steine. Was tust du da? Okay, Ikognitus besiegen auf jeden Fall. Finde ich gut. Nehme hier noch Geld mit. Da ist ein Samen. Mini-Belebersamen her damit. Dafür da lassen. Shit, was lasse ich dafür da?
Shit, was lasse ich dafür da? Ein Apfel, komm. Ich hoffe, es ist nicht allzu weit. Ich hoffe, es wird nicht allzu hart. Ein El Incognito. Wie gesagt, ich kann mit Incognito als Gegner leben. Das ist jetzt nicht so das Problem. Könnte ich mir echt Schlimmeres vorstellen. Bam! Sie können auch nicht von der Ferne angreifen. Weil sie halt nur Kraftreserve drauf hat. Oh ja, jetzt reicht es aber mal. Jetzt reicht es aber echt mal, ja? Nicht alle auf einmal. Ja, klasse. Das noch, genau, klasse. Und das noch. Klasse. Tunnelzweig, nö, danke. Zweigexperte nehme ich. Wow, Dragoran macht hier alles kaputt. Tunnelzweig, nein, wie gesagt, nein. Das nein. Insomnia-Ringel wäre interessant eigentlich. Fassungsorb. Verwenden wir mal bei mir. Die Beere will ich nicht haben. Und da sind noch Items und Beeren. Was ist das für ein Stock hier? Konfusionszweig mitgenommen. Das kann ich gebrauchen. Was ist auf der nächsten Ebene? Hält sich jemand auf? Da schon? Oh. Das ist aber nicht Regigigas. Das ist Regirock. Vermutlich war das gemeint, dass sich hier mehrere Regigigas aufhalten. Könnte ich mir gerade vorstellen. Na gut, ich habe zwei Plosivsahnen, die sollte ich mir aufbewahren. Oder ich könnte den Stock einsetzen. Na, da warte ich besser noch. Erstmal normal angreifen. Ich hoffe, die beiden anderen... Oh, shit. Die beiden anderen platzieren sich gut. Ja. Ja, guten Schaden gemacht. Wow! Es zahlt aber auch extrem viel Schaden aus. Mew hat bemerkt. Ja, dann heil dich mal. Ist in Ordnung. Shit, müssen wir jetzt gegen alle vier Regis kämpfen? Da bin ich nicht bereit für, muss ich sagen. Da bin ich jetzt echt nicht bereit dazu. Ja, oh ja, oh, es ist verwirrt. Oh, super gemacht, Dragoran. Perfekt gemacht. Es ist nicht mehr verwirrt. Was? Was, wenn ihr das nächste Mal Schaden erleidet, dann kommt es zur Explosion. Holy shit. Leute, nicht mehr angreifen. Nicht mehr angreifen. Weg von hier. Oder keine Attacken auf jeden Fall. Leute, weg von hier. So, nein, weg von hier. Und jetzt Feuer. What? Ah doch, ich wollte schon sagen. Warum ist das nicht kaputt? Das ging jetzt sogar einigermaßen gut. Das ging jetzt sogar einigermaßen gut. Klasse. Dreiecktempel, U4. Wow, ich bin ein wenig beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Besonders das mit der Explosion. Ah, shit, 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 shit. Ich muss meine Freunde noch umstellen, dass sie angreifen sollen. Wir sind ein Team. Und wir sind ein Team. Ja, ist es mir aber wert jetzt, dass ich das umstellen muss, weil... Ja, es ist gefährlich, eine Explosion. Die macht bestimmt auch ultra viel Schaden. Und deswegen, ja, lassen wir das lieber. Besser nicht angreifen, in sichere Entfernung gehen und dann erst angreifen. Attackensalve nehme ich. Dann gehen wir hier weiter. Ah, Incognito. Tschüss. Oh shit, ich hoffe, ich habe genug. Was war das? Weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe genug Elixiere dabei. Dragoran, machst du was? Ja, war gut. Wow, warum sind hier so viele? Kann mir das bitte jemand verraten? Warum sind hier so viele? Mew, geh bitte mal nach vorne. Ich kann von hinten angreifen. Dragoran zwar nicht, aber du greifst besser hier vorne an. Ja, war okay. Habe ich jetzt noch was? Nein, habe ich jetzt noch was zum Werfen? Nee, zum Werfen habe ich nichts. Deswegen komm her. Sie kommen nicht her. Ja, geh weg. Shit, geh doch weg. Verdammt. Ich dachte, wir können uns zur Treppe schleichen, ohne dass es Gewalt braucht. Aber scheinbar braucht es Gewalt. Bam. Scheinbar braucht es echt Gewalt, meine Freunde. Hm, scheinbar, scheinbar, scheinbar. Und Konfusion. Psychokinese meine ich. Luxohren. Ja, er damit. Und
weitergehen. Okay, eine normale Ebene folgt nochmal. Und ich darf irgendwie nicht allzu viel Zeugs verschwenden. Oh. Ja, so mag ich das. Ich habe ein Elixier und ein Top-Elixier. Und das war's dann bereits. Okay, weiter. Auf der nächsten Ebene wartet wieder ein Regi. Okay. Regi Ice. Oder Reg Ice. Wie es scheinbar heißt. Da habe ich jetzt ein wenig Angst vor. Deswegen werde ich dann meinen Plosivsamen einsetzen. Energie. Was zur Hölle? Warum Energieball? Was zur? Ja. Okay. Nochmal. Ich möchte, dass es einen Schritt näher kommt. Kommt es aber nicht. Ey, willst du mich verarschen? Okay, wechseln wir mit Mew. Mew hält das aus. Ja, aber nur es one-hittet alle meine Viecher. Mhm. Macht Spaß, nicht wahr? So. Mein Plosivsamen. Wo ist er? Da. Feuer! Bam! Gut. Was? Du da gefroren? Oh nein. Klingt nach einer Weile ab oder wenn eine Feuerattacke das Pokémon trifft. Ich würde eh liebend gerne mal Dragoran hier nach vorne setzen. Weil wenn Mew eingefroren ist, nimmt es auch keinen Schaden. Das ist eigentlich gut so. Deswegen lassen wir das am besten gleich. Das ist ein gutes Schutzschild für mich und Dragoran kann weiterhin draufhauen. Und sehen, wie viel KP dieses Scheißvieh einfach nur hat. Seht ihr das? Ultra viele. Ja, und Mew ist wieder besiegt. Komm schon. Komm schon. So viel KP kannst du gar nicht haben. Wieder nicht getroffen. Ja, Explosion. Okay, okay. Keiner greift mehr an. Keiner greift mehr an. Das ist jetzt wichtig. Ja, keiner greift mehr an, verdammt. Keine Attacken. Keine Attacken. Keine Attacken. So. Gehen wir weg. Wechsel ich mal zu mir. Von hier aus werde ich... ich kann nicht mal angreifen. Habe ich was zum Werfen jetzt? Nein, habe ich nicht. Okay, dann brauche ich das Elixier für mich. Dann kommt ein Rasierblatt, der Red Eyes besiegt. Gut. Gut, 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 gut. Zwei besiegt, zwei bleiben noch, nehme ich an. Die sind echt stark. Die sind echt stark, Leute. Sind mir nicht gefallen. U7. U9 dürfte dann Registeel beinhalten, nehme ich an. Ja, komm nur her. Shit, Orkan ist auch weg. Verdammt. Ich habe echt ein Problem mit meinen APs. Ja, ist gut jetzt. Mew, geh du nach vorne. Ich habe echt ein AP-Problem. Ach, das hier. Top-Elixier gefunden. Oh ja, genau das brauche ich. Wenn ich das verwende, wird die Verteidigung leicht erhöht. Das bekomme ich. Ja. Shit, warum sind da so viele? Warum sind da so viele? Geht weg. Leute, wir ziehen uns zurück. Ja, wir ziehen uns zurück. Eventuell haben wir Glück und die Treppe ist irgendwo anders. Hier oben zum Beispiel. Oh, ein Plosivsamen gefunden. Oh ja, genau sowas möchte ich haben. Genau sowas brauche ich. Damit könnte ich den nächsten Kampf... Hallo? Achso, oh shit, sie greifen nicht an. Habe ich ganz vergessen. Ja, ich vergesse das ziemlich schnell immer. Wir sind ein Team. So. Und Attacke. Ich sagte Attacke. Haben wir hier Carbon. Halt, das da. Giftschutz. Nö. Wird KP leicht erhöht. Verwenden wir auf mich. Und dann gehen wir weiter. Ja, Elixiere ist gerade das, was ich am meisten benötige. Alles klar, alles klar. Kommt nur her, kommt nur her. Ich habe, wie gesagt, nichts mehr, was ich gebrauchen kann, oder? Nee, nicht so richtig. Okay, komm her.
Mew hat auch kaum mehr AP. Auf jeden Fall nicht vom Psychokinese und das ist ziemlich scheiße. Was zur Hölle? Was war das gerade? So, jetzt hat es wieder AP. Aber es war jetzt nicht das, was ich wollte, ehrlich gesagt. Die haben Mew gerade in die Mangel genommen. Habt ihr das gesehen? Das war... Scheiße war das. Coole Box nehme ich mit, weil ich habe hier noch Samen. Ja. Sinnelbeere muss auch... nee, die ist kaputt. Oder, ja, schmutzig oder keine Ahnung. Fassungsorb. Nehme ich. Und dann ziehen wir weiter. Mit Mew als Anführerin. Und... Punkt. Bam. Shit, wir müssen vor dem nächsten Kampf auf jeden Fall mit Dragoran agieren, weil es hat eine Feuerattacke drauf und die ist dann ziemlich stark vermutlich. Okay, gut. Ja, bis zur nächsten Treppe müssen wir uns was einfallen... Oh, kommt schon. Bis zur nächsten Treppe müssen wir uns was einfallen lassen, auf jeden Fall. Gut, was ist denn das hier? Nachnasenzweig, weiß ich nicht, was das ist. Ist mir auch gerade egal. Komm nur her. Komm nur her. Kleiner Buchstabe, du. Shit, verpasst. Gut, Schlafkraft. Manchmal in den Zustand Schlaf. Ja. Nein, aufstecken. Oh mein Gott, an Dragoran. Und dann geben wir Dragoran das Top-Elixier. Nee, noch nicht. Aber ich möchte Dragoran steuern, auf jeden Fall. Auf der nächsten Ebene wartet jemand. Ja, und ich kann mir vorstellen, wer. Registeel. Registeel. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Gut, ganz vorsichtig sein. Ich möchte mal versuchen, einen Konfusionszweig zu schwingen. Eventuell ist es länger als eine Runde verwirrt. Und das wäre schon mal cool. Oh mein Gott. Super. Super, 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 super. Ich bin da in Deckung. Mew ist auch da. Und Dragoran kann mit Feuerschlag angreifen. Und macht nicht ganz so viel Schaden, wie ich gehofft habe. Shit. Ja, ja, ja. Wir sind gut verteilt. Und ich hoffe mal, dass ich meine beiden Plosivsamen für Nummer 4 aufsparen kann. Es schläft. Perfekt. Ich dachte, du pennst. Dämliches Vieh. Du cheatest. Jetzt pennt es wieder. Ja, ja. Wir heizen den Vieh ordentlich ein. Seht euch das an. Shit, Dragoran hat nicht getroffen. Ich habe keine AP mehr. Mew nimmt Schaden. Dragoran greift weiter an. Okay, Mew heilt sich selber. Das ist in Ordnung. Ah, ist ganz okay so. Ja, ich greife weiter mit Energieball an. Oh, shit. Explosion. Okay, hab verstanden. Niemand greift mehr an. Niemand greift mehr an. So. Ich wechsle wieder auf mich. Alle gehen weg. Und, passt auf. Feuerwerk. Bam. Was? Ich sagte Feuerwerk. Saubere Arbeit. Klasse. Okay. Okay. Wir haben aber, wie gesagt, kaum mehr Dingens hier. AP. Was habe ich noch an Elixieren? Ein Top-Elixier habe ich noch. Ich habe noch zwei Top-Elixiere. Okay. Ist eigentlich eine gute Sache. U10. Ich frage mich gerade, wie weit es jetzt noch ist. Oh, shit. Warum so viele? Wie weit es jetzt noch ist bis, ja, bis zu Nummer 4. Könnt ihr euch denken, wer das ist? Bams? Was zur Hölle? Nehmt mich nicht in die Mangel, ihr verdammten Viecher. Das finde ich nicht cool. Nein, ganz und gar nicht. Gut. Wickel. Wickel macht mehr Schaden, als dass ich gedacht habe. Cool. Finde ich gut. Nein, würde bitte jemand das Vieh zerstören? Bitte? Danke. Oh, zwei Kisten. Zwei Kisten. Ja, ich wollte schon sagen, ich habe bestimmt noch irgendwelche Samen, die ich nicht brauche. Was ist das für ein Samen? Ah, der Samen, den ich gerade weggeworfen habe, war das. Okay, gehen wir hier hoch. Shit, und dann werden wir bereits erwartet. Shit. Shit, 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 shit.
Ja, langsam muss ich überlegen. Wem soll... Oh, shit. Wem soll ich... Nein, nicht mich heile, bitte. Nee, Moment nicht, danke. Shit, ich dachte, das Vieh wäre kaputt. Fuck! Ja, jetzt habe ich immerhin wieder ein AP-Problem gelöst von mir. Wollte nämlich sagen, ich muss mir überlegen, welchem Pokémon ich ein Elixier geben möchte. Aber das Problem hat sich jetzt... Oh, von hinten kommt auch wieder so ein Vieh. Ja, das Problem hat sich jetzt gerade von selbst gelöst, würde ich sagen. Vielleicht. Hallo? Mew, würdest du bitte das da hinten erledigen? Danke. Elixier kommt selbstverständlich mit. Aber selbstverständlich kommt das mit. Und ihr kommt bitte auch mit, ja? Bleiben die einfach zurück. Mal hier unten lang. Da unten ist auch ein Gegner. Aber eventuell auch die Treppe, ja? Es schläft und weiter. Klasse, klasse, klasse. Was sagt die Zeit? Oh, wir überziehen schon ein bisschen. Oh, und da ist noch ein Elixier. Sehr schön. Okay, Leute, haut drauf. Warum hat gerade niemand getroffen? Was ist da oben rechts auf der Karte bitte los? So ein Pokémon-Aufstand hier. Ah, komm, das geben wir jetzt jemandem zu trinken, und zwar Dragoran. So, damit der Orkan wieder wehen kann, sozusagen. So. Auf der nächsten Ebene wartet jemand. Alles klar. Nehmen wir noch das hier mit. Und dann sind wir, glaube ich, bereit. Los geht's! Mit dir haben wir gerechnet, mein Freund. Okay. Ich frage mich, was es so kann. Ich möchte wieder einen Ding ausprobieren. Einen Konfusionszweig am besten. Eventuell. Haben wir Glück. Oh, es steht genau vor mir. Na schön, mein Freund. Du hast es nicht anders gewollt. Pass auf. Plosivsamen. Bam! 100. Mew macht 37. Okay, Dragoran macht... Wow, knapp 80. Das ist zu... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Wie viel Schaden war das gerade? Zu viel? Plosivsamen, bitte. Bams. Dann haben wir fast 300 Schaden reingeknüppelt. Ja, Spezialverteidigung ist gesunken. Sehr gut. Was zum Teufel? Wir brauchen Dragoran doch. Das gibt's nicht. Ernsthaft. Was soll das? Schlafzweig. Vielleicht bringt's was. Oder so ein Vierteldingens. Hätte ich auch einsetzen können. Na, verdammt. Bei den Bossen wirkt der Scheiß nie wirklich lange. Leute, die Pokémon gehen eins nach dem anderen kaputt. Darf das so sein? Viertelzweig, komm! Wirkungslos, shit! Okay, wäre ja zu schön gewesen. Nein, 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 nein. Oh, Dragoran hat mal eine Runde überlebt. Okay, Leute, das Vieh müssen wir klein kriegen. Okay, Mew, heil Dragoran, bitte. Ist gut, bin ich dabei. Das Vieh hat wieder ultra viele KP. Es ist verwirrt, aber es trifft trotzdem. Natürlich. Kommt schon. Das Vieh kriegen wir irgendwie hin. Wir müssen. Oh, aber Dragoran, du musst schon treffen. Oh ja, es ist immer noch verwirrt. Oh, mal eine Runde, kein Terror. Ja. Komm schon. Ja, getroffen. Ich bin echt zu schwach hier. Ich bin echt zu schwach. Ich glaube, ich lasse mal den anderen Dungeon, diesen Herzsee, ja. Ich glaube, ich lasse den mal. Gibt's denn sowas? Komm schon. Nicht getroffen. Klasse. Ja, Sinelbeeren. Ich weiß nicht mehr, wie viele Belebersamen ich noch habe. Nicht mehr viel, auf jeden Fall. Denn, ja. Oh, sie ist wieder verwirrt. Was? Übt sich in Geduld. Übt sich in Geduld. Shit, 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 shit. Niemand greift mehr an. Niemand greift mehr an. Wir gehen in Deckung. So, klasse. Nun hauen wir wieder drauf. Ja, bei sowas habe ich dann Angst. So, wir sind im Team. Und weiter angreifen. Mew greift es nicht an, verdammt. Nein, Orkan hat wieder nicht getroffen. Und es hat mich erwischt. Gibt's denn sowas? Warum? Konnte jetzt das zweimal angreifen? Shit, Leute, wir kriegen das nicht hin.
Wir kriegen das echt nicht hin. Nee, Mew. Du gehst bitte hier hin. Dass alle drei angreifen können. Das muss sein. Sonst kriegen wir das nie hin. Nein! Nein! Seht euch das an. Mit jedem Mal, bei dem wir angreifen... Ja, Moment, ich versuch's mal so. Moment, ich versuch's mal so. Vielleicht verteilen wir uns so ein bisschen. Weiß ja auch nicht, was das bringen soll, aber wir tun's einfach. Oh, wir haben's! Wir haben's! Auch wenn wir alle Belebersamen verloren haben, die wir je im ganzen Spiel gesammelt haben. Wir haben's! Beeindruckend, was in dir steckt. Du hast Regirock, Regice, Registeel und mich besiegt. Du hast meinen vollen Respekt. Ich vernehme das Geplauder der Metallatome. Ich vernehme den Gesang des Eises. Ich vernehme das Geflüster der Steine. Ja, meinetwegen. Die werden als Regigigasses bezeichnet quasi. Okay, ob das so stimmt, möchte ich jetzt mal bezweifeln, aber lassen wir das. Das war ein übler Endkampf. Okay, den Herzsee würde ich gerne auslassen für den Moment, bitte. Ja, definitiv. Dazu bin ich nicht bereit. Super. Nun könnt ihr bitte hier weggehen. 200 Punkte gekriegt, das ist super. Wow, aber das war jetzt echt übel brutal, Leute. Echt übel brutal. Ich meine, der Dungeon war leicht, zugegeben. Was, du hast den Dungeon Juwelenstraße entdeckt? Was zur Hölle? Ja, der Dungeon war leicht. Die drei Regis eigentlich auch, aber der Kampf Nummer 4, der war echt übel. Alle Pokémon one-hitted. Ich glaube, da hätte ich nicht sein sollen. Gut, aber jetzt gehen wir nach Trubelstadt zurück. Ja, wenn so ein Dungeon aufgeht, dann will man da natürlich hin, nicht wahr? Und wenn dann das so überbrutal ist, dann ist das ein bisschen uncool, finde ich. Lass uns morgen wieder alles geben, Johnny. Bis morgen, gute Nacht. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es erstmal für heute mit Pokémon Super Mystery Dungeon. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.